Hallo zusammen. Diese Situation kennt ihr vermutlich alle. Wir müssen in einer geschlossenen Decke oder Boden ein Kabel verlegen oder in einer Trockenbauwand ein Kabel finden, welches wir zuvor vorbereitet und verlegt haben. Lästiges Herumstochern mit normalem Werkzeug ist da manchmal aussichtslos. Dafür gibt es aber gewisse Kabel-Einziehhilfen, die euch das Verlegen und Einziehen von Kabeln deutlich vereinfachen. Welche das sind und wie euch sogar eine Kamera helfen kann, das erfahrt ihr jetzt im Video. Wir als Elektroniker sind meistens die Ersten, die die Baustelle betreten und dann sogar die Letzten, wenn es um die Endmontage geht. Dazwischen passiert natürlich einiges. Wände werden verschlossen, Markierungen sind nicht mehr aufzufinden oder andere Gewerke überarbeiten unsere Vorbereitungen. Gerade beim Einziehen von Kabeln in Trockenbauwänden oder in geschlossenen Decken kommt schnell die Verzweiflung, wenn man seine zuvor verlegten Kabel nicht mehr findet oder nicht eingezogen bekommt. Dafür gibt es aber praktische Helfer, die euch die Arbeit deutlich vereinfachen können. Angefangen von der typischen Kabel-Einziehhilfe mit verschiedenen Aufsätzen bis hin zur WLAN-Kamera, die euch das Finden von Kabeln oder sogar Problemstellen erleichtert. Gerade bei der Suche und Verlegung von bereits vorbereiteten Kabeln sind gewisse Hilfsmittel sehr angenehm und können eine Menge Zeit ersparen. Die doppelte Arbeit zu verrichten und ein Kabel neu zu verlegen, das möchte wirklich keiner von uns. Sollte es wirklich mal zu einem Problem kommen, welches man nicht richtig lokalisieren kann, gibt es sogar eine Kamera, mit der man die Kabelwege erkunden kann. So lassen sich sogar Fehler oder Beschädigungen an einem Kabel ausfindig machen. Ein Kabel in ein Leerrohr oder in einer Wand einziehen kann schnell zur Zitterpartie werden, da das Kabel richtig an der Einziehhilfe befestigt werden muss. Aber selbst hierzu gibt es eine praktikable Lösung, mit der man das Kabel schnell und sicher befestigen kann. Jetzt möchte ich euch mal die einzelnen Produkte etwas genauer zeigen. Mit der optimierten Kabel-Einziehhilfe Cable Scout Plus bietet Hellermann Titan ein multifunktionales Werkzeug, das die professionelle Kabelinstallation in schwer zugänglichen Bereichen einfacher und zeitersparender macht. Gerade bei der Installation in Trockenbau und in entsprechenden Hohlwänden ist dieses Werkzeug ein echter Helfer. Damit können wir das Kabel herausziehen, führen oder suchen. Durch die Magnete können wir die Fiberglasstangen erreichen und aus den Dosenbohrungen herausführen. Cable Scout Plus hat ein einfaches Design und eine verbesserte Funktionalität. Mit dem umgestalteten Griffprofil ist das Zusammenschrauben sehr einfach. Damit Stangen und Zubehör stets verfügbar sind, können alle Komponenten in einer Aufbewahrung und Transporttasche sicher verstaut werden. Die Kabel-Einziehhilfe Cable Scout Plus bietet eine Vielzahl an nützlichen Zubehörteilen. Ein paar davon haben wir hier. Neben einer Inspektionskamera, zu der wir später kommen, bietet die Kabel-Einziehhilfe Cable Scout Plus eine Vielzahl an weiteren nützlichen Zubehörteilen, die uns das Ausleuchten von Hohlräumen oder das Befestigen von Kabeln erleichtern. Die Kabelziehstrümpfe beispielsweise werden durch Zusammendrücken aufgeweitet und über das befestigende Kabel oder was auch immer damit gezogen werden muss, gestülpt. Das bietet eine verlässliche Möglichkeit, Kabel oder Rohre sicher zu befestigen und sie zu ziehen. Außerdem gibt es noch weiteres Zubehör wie Gleitaufsatz zur Führung von Kabeln über raue oder unebene Oberflächen. LED-Leuchte, welche sich ganz einfach anschrauben lässt. Erst durch das Festdrehen an der Stange wird die LED-Leuchte eingeschaltet. Optimal zum Ausleuchten von Hohlräumen. Magnet zum Aufheben von Metallwerkzeugen. Haken zum Heranziehen von Gegenständen oder Kabeln. Speziell den Gleitaufsatz sollten wir uns nochmal etwas genauer anschauen, da vermutlich die Anwendung und Funktion nicht sofort ersichtlich wird. Gerade beim Heranziehen von Objekten kann dieser Aufsatz sehr nützlich werden. Oft verhaken sich die üblichen Hilfen in Kanten der Aluprofile und man bekommt das Kabel nicht zu fassen. Mit dem Gleitaufsatz können diese Hindernisse sprichwörtlich überwunden werden und man erreicht sein Objekt. Dieser Aufsatz ist mit dem Cable Scout Plus kombinierbar. Der nächste und letzte Helfer ist schon eher ein elektronisches Werkzeug. Die Cable Scout Cam ist ideal für Foto- und Videoaufnahmen in kleinen Räumen bzw. Wänden. Dank ihr ist es möglich, sich ein Bild von schwer einsehbaren Objekten in bis zu 10 Metern Entfernung zu machen. Zum Beispiel in Leerrohren oder über abgehängte Decken.
Die Aufnahme der Inspektionskamera können in Echtzeit auf ein Smartphone oder Tablet übertragen werden. Mit dieser Kamera lassen sich Kabelwege oder Problemstellen ausfindig machen. Gerade in Hohlwänden, bei denen die Dämmung oder das Aluprofil oft die Kabel blockiert, ist eine genaue Lokalisierung der Stelle von Vorteil. So muss die Wand nicht geöffnet oder ausgebessert werden. Auch für das Erkunden in dunklen Räumen ist die Kamera ideal. Stabile, qualitativ hochwertige Verarbeitung. Drahtlose Bild- und Videoübertragung per Wi-Fi. Auflösung von 2 Megapixeln. Sonderlänge des Kabels von 10 Metern. Wasserdichte IP68 Kameraschutzkappe. Dimmbares LED-Licht für dunkle Räume. Kostenlose App für Android und iOS verfügbar. Im Lieferumfang enthalten eine Wi-Fi-Basisstation mit einer Akkulaufzeit von bis zu einer Stunde, ein Spiegel sowie eine wasserdichte Kappe. Eine Wi-Fi-HD-Kamera mit 10 Metern Kabellänge, ein USB-Ladekabel. Kommen wir zum Schluss zu einem kurzen Fazit. Der Kabelzug ist für uns nicht immer die angenehmste Arbeit, gerade dann, wenn es sich um schwer zugängliche Räume handelt. Mit der entsprechenden Hilfe kann man sich etwas entspannen, da man sich so sicher sein kann, dass das Kabel seinen Weg findet. Gerade beim Arbeiten im Trockenbau oder in abgehängten Decken sind solche Helfer ein wirklicher Zeitersparnisfaktor. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als sein zuvor verlegtes Kabel oder Rohr nicht nutzen zu können. Was haltet ihr von den Produkten? Kennt ihr die Kabel-Einziehhilfen und verwendet sie auch entsprechend? Schreibt es uns unten gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Voitium-Video.